Okidoki, gut. Also, die nächste quetzt vor allem ein beruhigtes Gewissen. Erstmal mit dem Paladin Ramani quatschen und schauen, was die will. So, Tür, ich ignoriere dich einfach. Und lass mal hören. Anwärter. Hallo. Da bist du ja. Jawohl. Endlich sind wir über die Entführungen im Bild. Jetzt wird es Zeit zu handeln. Die Hellcat Company entführt Leute. Nachdem wir Harper's Ferry überprüft haben, ist fast sicher, dass Dr. Blackburn damit zu tun hat. Unglaublich, dass er einfach reinspaziert ist. Wahrscheinlich war er schon aktiv. Kannst du vielleicht mal rauskommen, wenn du mit mir redest? Hör mal. Gut, aber wir konnten das nicht wissen. Du trägst keine Schuld dran. Ich sage nicht, dass es mein Fehler war, aber diese unglaubliche Arroganz. Das genügt. Die Frage, die sich uns stellt, ist nun, wie wir ihn und die Entführten finden. Glücklicherweise hat Gelehrte Valdez während unserer Abwesenheit selbst etwas entdeckt. Korrekt. Weißt du noch, dieser Pip-Boy aus den unheimlichen Höhlen? Ja, genau. Es hat zwar gedauert, aber ich konnte die Verschlüsselung knacken. Ja, cool. Er kam aus Vault 96. Ich kenne diesen Vault nicht. Was wissen wir darüber? Ich konnte leider nichts darüber finden. Aber jeder Vault hatte einen Zweck. So wie in Vault 76 die hellsten Köpfe für Amerikas Wiederaufbau gerettet werden sollten. Angeblich. Vault 96 könnte alles sein. Okay, wo liegt der denn? Hat gedauert, ihn zu finden, aber er ist südlich von hier. Ich markiere ihn auf deiner Karte. Danke. Gut, wie hängt das mit den Entführungen alles zusammen? Nun, wir wissen nicht, ob das so ist. Wir wissen, dass es auf jeden Fall eine Spur gibt. Die Supermutantenbedrohung hat oberste Priorität. Wenn wir die Zivilisten finden, umso besser. Aber wir dürfen diese Spur auf keinen Fall außer Acht lassen. Ritter Shin und ich sind da ein wenig überraschend verschiedener Ansicht. Zum Glück macht das aber nichts. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Ein Vault eignet sich perfekt, um Entführte zu verstecken. Der Pip-Boy könnte sogar von jemandem stammen, der entkam. Der Vault ist unsere beste Spur für beide Rätsel. Und vielleicht birgt er auch die Lösung. Dann steht es fest. Der Vault wird dein nächstes Ziel. Gelehrte Valdez begleitet dich. Ein Vault ist eine mögliche Fundgrube für genau die Technologie, die die Bruderschaft katalogisieren und sichern soll. Ich habe Vault 96 auf deiner Karte markiert. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, was uns erwartet oder wie wir reinkommen. Wir müssen vorsichtig sein. Gut. Ich habe gerne mit dir gearbeitet, aber für zwei Leute sind das ziemlich viele Unbekannte. Nicht, dass was passiert, ne, und so. Wir waren schon früher ein gutes Team. Wir schaffen das. Okay. Keine Sorge. Alles cool. Gelehrte Valdez ist ein vollwertiges Mitglied der Bruderschaft an. Ja, ich weiß. Und du hast dich wiederholt als fähig erwiesen. Machen wir die gleichen Fehler nochmal. Gut. Wie sieht der Plan aus? Schritt 1, einen Weg hineinfinden. Du gehst voran. Ausgehend von den anderen Vaults müsste es hier einen Notfalltransponder geben. Wenn du den Eingang gesichert hast, ist die Steuerung für den Transponder normalerweise in der Nähe der Haupttür. Aktivier ihn, um Entwarnung zu geben, dann komme ich rein. Alles klar. Hört sich gut an. Das freut mich zu hören. Der Plan ist gut. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Suchen wir nach Hinweisen zu den Vermissten und einer Spur zu den Supermutanten. Ist Blackburn dort, will ich ihn lebend. Wenn er wirklich hinter den Entführungen steckt, muss er dafür gerade stehen. Du hast deine Befehle, Anwärter. Viel Glück. Wegtreten. Ja, alles gut. Ja, okay. Holy moly. Da unten, da müssen wir jetzt mal hinlaufen, hör mal. Gut, Spruce Knobsee und dann straight Richtung Süden. Das ist doch hier, ne? Ja, da drüben. Guck mal, schön majestätisch. Okay. Da jetzt rein. Oh Gott im Himmel. Wie schaut's waffenmäßig aus? Doppelschuss gedämpft, Gauss-Gerät, das passt eigentlich noch. So, ich muss da rein. Das wäre fein.
Wenn ich jetzt käme da rein. Im Wort 96. Ja, ne? Das ist doch das. Betritt den Vault. Okay. Okay, ja. Sprich mit den Überlebenden. Da gibt es keine Überlebenden. Aber ein Holoband. Persönliche Aufzeichnungen Dr. Edgar Blackburn. Rückkehr nach Appalachia. Nach all den Jahren bin ich nach Appalachia zurückgekehrt. Nach West Virginia. An den Ort meines größten persönlichen und wissenschaftlichen Versagens. Die Forschung war eine Sackgasse. Die Welt versank in Aufständen und Zerstörung. Nahrungsmittel wurden immer knapper. Es erschien sinnlos, durch das Schreiben von Abhandlungen einen Universitätsposten anzustreben. Und angesichts der Geschehnisse auch unverantwortlich. Westech wollte mich für die Gewächshausinitiative. Gentechnik, um neue Nutzpflanzen herzustellen und die Produktion zu erhöhen. Meine Bedenken hinsichtlich der Privatwirtschaft waren wie weggewischt. Ich hatte die Chance, an vorderster Front echte Probleme zu lösen. Dr. Dumont beschrieb die Ziele des Panimmunitätsvirions und der Gewächshausinitiative mit Worten, die den Geist anregten. Es erwartete mich die Genugtuung, gute Arbeit zu leisten, die Menschen voranzubringen und die Welt zu verbessern. Dann blieb die Finanzierung aus. Das Forschungspersonal wurde gekürzt wegen einer Verschiebung der Prioritäten. Dumont flehte mich an zu bleiben. Versprach, die neue Arbeit würde wichtig sein. Ich blieb. Zu meiner Schande. Protokollende. Okay. Hey. Bisschen spät zur Party, oder? Ja, ein bisschen. Wenn du plündern willst, stell dich hinter den Blutadlern an. Ich würde dich ja aufhalten, aber... ich glaube, ich bin raus. Was ist passiert? Unser Trupp hat den Eingang bewacht. Dann wurden wir von Blutadlern überrannt. Haben alle getötet. Mich auch. Bin nur noch nicht abgetreten. Und wer bist du? Ich heiße Woods. Corporal Woods. Hellcat Company. Söldner. Wir wurden von diesem... gruseligen Doktor zur Bewachung angeheuert. Unter anderem hat uns die Bergungsrechte hierfür versprochen. Ich glaube, das lassen wir wohl lieber. Tada, ein Raven erscheint. Ich grüße dich, lieber Raven. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist im Stream. Danke. Okay, ich brauche erst mehr Informationen. Du hast ja einen tollen Umgang mit Leuten. Du weißt schon, dass ich sterbe. Ach, red weiter. Ich lauf ja nicht weg. Das glaube ich auch. Aber die Uhr tickt. Tick-tock, tick-tock. Wie konnte ein Söldnertrupp von Blutadlern überrannt werden? Unsere eigene Schuld. Wir wurden faul. Das ist hier so abgelegen, da kommt niemand vorbei. Soll wohl auch so sein. Wir dachten, wir verscheuchen die paar Plünderer. Die sich ab und zu mal blicken lassen. Die haben Granaten geworfen, bevor wir sie überhaupt mitgekriegt hatten. Als wir uns wieder berappelten, stürmten sie rein. Hab eine Kugel in den Bauch gekriegt. Die ließen mich zurück, damit ich schön langsam abkratze. Mir geht's auch gut, mein Lieber. Danke der Nachfrage. Du hast eine Entscheidung getroffen. Auf Wiedersehen. Da hast du recht. Hab's wohl verdient. Lass die Blutadler Blei kosten, wenn ich nicht mehr da bin. Das ging jetzt schnell. Ja, gut. Alles klar. Dann gib Valdez über das Terminal das Signal. War das mal hier? Herr Kikowski, Tür öffnen?
Nein. Das Terminal. Oh, Junge, ich muss zurück, ne? Oder? Ja, ne? Ich sehe es ja nicht. Ich glaube, ich muss zurück. Hier irgendein Terminal? Notfalltransport aktivieren. Signal gesendet. Sprich mit Valdez. Hey, alles cool? Wow, ziemlich kalt hier drin. Ja, ich weiß. Ganze Eis. Die Umgebungssteuerung muss beschädigt sein. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Das sind Uniformen der Hellcat Company, oder? Sieht aus wie ein Massaker. Die Blutadler waren vor uns hier. Sie haben Söldner ausgelöscht. Es sind immer noch welche drin. Das macht es nicht gerade einfacher. Ja, doch. Wenn die Hellcats schon hier waren, hängen Blackburn, die Entführungen und die Supermutanten irgendwie zusammen. Ich muss kurz die Terminals anschauen. Mach das. Nicht gut. Der Vault ist intern abgeriegelt. Da hat wohl jemand auf den Angriff der Blutadler reagiert. Die automatischen Verteidigungssysteme könnten aktiv sein. Wir bekommen es vielleicht mit mehr als nur Blutadlern zu tun. Vorsicht. Ja. Dann legen wir mal los. Alles cool. Ich folge dir. Die werden gebumst und gutes. Das kriegen wir hin. Kannst du schleichen? Danke. Ziemlich wichtig, ne? Schleichen ist sehr wichtig. So. Können wir jetzt die Tür öffnen? Bitte. Nein. Verschlossen? Ja, ist verschlossen. Regelung sein. Ich versuch mal was. Versuch mal was. Bitte. Bedien dich. Okay. Ich konnte die Türen mit den Pip-Boy-Protokollen öffnen, aber die Schaltkreise sind durchgebrannt. Wenn wir auf weitere versperrte Türen treffen, müssen wir einen anderen Weg finden. Mhm. Ist okay. Ist es in Ordnung. Gut. Durchsuche den Vault nach Hinweisen. Ach du gute Güte. Oh Junge, wie war denn das hier? Okay, nach Hinweisen. Schriftlich oder wie oder wer oder wo oder was? Hast du noch was? Ja, Bleischrott. Was habe ich denn jetzt im Inventar hier? Pirohrzange, genau. Okay, alles andere ist noch so wie es war. Oh. Katatschunk. Nach Hinweisen. Ach du Scheiße. Was? Wer da? Schleichen. Das war das Geländer. Das war nicht gut. Nutzloses Pack. Nutzloses Pack. Hinfort mit euch. Hinweise. Oh Gott. Okay. Dein Geld juckt mich nicht. Ich will bloß deine Ohren. Mit was? Ohren? Das ist ein Ohrenfetisch. Du sollst schleichen. Runter auf die Knie, Mädel. Also ich meine jetzt, ne, schleichen. Mit auf die Knie. So, und nichts anderes. Oh Gott. Okay, das ist jetzt wieder eine schwierige Sache. So ganz ohne Wärts. Wüsste ich jetzt nicht, wie und wo und was und wann. So, Workroom. Da liegen lauter Aggressotrons rum. Plasma-Kartusche, Stahlschrott, Stimpak. Okay, also. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht gibt's hier Infos. Brauche ich eine Karte? Besiege alle Blutadler, okay. Ich sollte der Boss sein.
Aber sowas von. Ja, das habe ich oft gehört. Oh, Leck, wo seid ihr denn? Da drüben. Hör auf zu jammern. Komm hinter der Säule vor. Komm doch hinter dieser scheiß Säule. Meine Herren, ich hasse das. Hier draußen gibt's nichts Gutes. Überall Fehlanzeige. Alles scheiße. Oh, ist das eine Scheiße. Ja. Mädel, komm doch. Ja, deine Mama. Bleib weg! Ist das mein Blut oder deins? Über zu wenige Besucher kann ich heute nicht klagen. Ach ja, aus Fort Atlas. Ich hatte gehofft, wir würden uns noch einmal unter angenehmeren Umständen treffen. Das sind sie jedoch nicht. Ich liege mit der Bruderschaft nicht im Zwist. Muss dich jedoch bitten, sofort zu gehen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, was passiert, wenn du bleibst. Ja, sind wir doch meine Entscheidung. Wir haben Dr. Blackburn wohl gefunden. Sieht aus, als wäre fast alles abgeriegelt. Wir müssen überall suchen, aber unsere Optionen sind gerade begrenzt. Die Tür mit der Aufschrift Zentralrechner scheint offen zu sein. Fangen wir da an. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Das ist ein Plan. Zentralrechner. Durchsuche den Zentralrechner. Trakt nach Hinweisen. Oh Gott, ist die Sache wo? Da ist ein dicker Wachbot, der dezent amok läuft. Sie jetzt, meine Herren. Sieh da, oh Gott! Ja. Geschafft. Oh Junge, okay, alles gut, komm. Okay, wo und was und Blutadler, ne? Voll ins Bein. Irgendwas? Das Kammerjägers. Okay, was gilt es hier zu durchsuchen? Hier haben wir irgendwas. Ist das wichtig? Lass mal anhören. Steuerung in Zentralrechnertakt. Aktiviere Notfallherstellungsprotokoll FS401. Jeanette, Schaltkreise 10, 18, 57. Oh, echt jetzt? Verstanden. Herstellungssystem offline. Aktiviere Notfallreparaturprotokoll CR889. 889, Hans, wir brauchen einen Reaktorausfall. Oh, okay. Komm, da bist du schon. Oh Gott. 109 ist der nächste. Jeanette? Zünder ist bereit. Molly, bist du drin? Tut mir leid, nur ein... Ausfall in 3, 2, 1. Energieschwankungen festgestellt in Technikertrakt.
Aktiviere Notfallstabilisierungsprotokoll ES109. Ja, okay. Detonation in Kryogeniktrakt. Sollte funktionieren. Aktiviere Ersatzprotokoll Omega. Erik? Das ist nicht in der Datenbank. Was? Protokoll bestätigt. Alle Ausgänge wurden zur Eindämmung versiegelt. Berechne optimale Maßnahmen zur Vernichtung allen Lebens im Vault. Abgeschlossen. Verbliebene Mitarbeiter können beendet werden. Oh, ich bin ausgesperrt. Hier, ich hab's. Schützt die Tür. Verdammt, fast. Datenupload von kompromittiertem System festgestellt. Vermute Quarantäne des Datenstroms. Was? Umgehen! Umgehen! Ah! Alle Bewohner wurden eliminiert. Operation erfolgreich. Einen schönen Tag noch. Warum müssen die Dinger eigentlich immer so elendigst lang sein? Das ist furchtbar. So, hier ist eine Info. Trotz meiner Verabscheuung gegenüber magischem Denken fühlt sich die Entwicklung von Vault 96 wie eine Vorhersehung an. Eine leerstehende biologische Forschungseinrichtung, die förmlich auf mich gewartet hat. Alles an seinem Platz und die Systeme bereit für meine Ankunft. Nach der Untersuchung der Computersysteme und anderer Aufzeichnungen weiß ich nun, dass die vorherigen Bewohner ein Virus in den Zentralrechner eingespeist haben, um irgendeine Art Konflikt mit ihm zu lösen. Das würde zumindest die teilweise unversperrte Tür und das vorzeitige Ableben der Bewohner erklären. Den Zentralrechner vollständig in Betrieb zu nehmen, erfordert einiges an Arbeit. Die feindselige Programmierung wurde jedoch aufgrund des Virus beseitigt. Zu spät, um ihnen zu helfen, aber ausreichend, um den Weg für mich frei zu machen. War das die Info? Nein? Kann ich hier irgendwie was machen? So. Systemspezifikationen. Subsystemvorgänge. Fehler übertragen. Datenvorgänge. So, guck mal hier, Virus erkannt. Automatische Vault-Überwachung von Zentralrechner-Direktiven nicht verfügbar. Alle nicht lebensnotwendigen Vorgänge wurden eingestellt. Softwarevorgänge. Automatisierte Vault-Überwachung und Zentralrechner nicht verfügbar. Alle nicht werden eingeleitet. Okay. Das bringt mir auch nichts hier, ne? Oh Gott, ja. Oh, das ist halt jetzt so an dem No-Hut das Stressigste. Kein Aggressotron? Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Beginne Suche. Hier haben wir was. Gut, dass es vorbei ist. Ja, ich weiß. Alles cool. So, was haben wir hier? Noch einen. Ein Hinweis. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ein FEV-Forschungsprotokoll. Forschungsprotokoll Dr. Edgar Blackburn, Nummer 22. Im Rückblick war mein Enthusiasmus für die kryogenisch bewahrten Testsubjekte im Vault übertrieben. Wenn nicht sogar unangebracht. Ich habe nur noch 4 brauchbare Subjekte. Wenn ich nicht auf Menschen umschwenke, gerate ich in eine Sackgasse. Freiwillige zu erhalten wird unmöglich sein. Die Experimente zur Annäherung an ein brauchbares Resultat werden für einige tödlich enden. Ich muss extreme Maßnahmen ergreifen, um Probanden zu erhalten. Tausende. Vielleicht sogar Millionen Leben werden gerettet. Der Nutzen überwiegt. Protokollende. Was haben wir hier? Bitte keine Crestotron. Feindliche Ziel identifiziert. Geschafft. So, jetzt hier noch irgendwo eine Info. Wäre super. Wäre toll. Wäre echt toll.
Wenn hier noch was rumläge. So, Klemmbrett. Ich krieg Gänsehaut. In der Nähe ist irgendwas. Oh oh, jetzt geht's los. Nein, oh fuck, warum geht's da runter? Damit legst du mich nicht um, Kumpel. Du glaubst nicht, dass ich kämpfe? Dich nicht lebend erwischen. Bleib doch jetzt mal da, komm, meine. Oh, ich hasse das. Scheißdreck da. Okay. Ein Stimpack. Ist hier irgendwo noch eine Info? Was denn hier mit? Da ist nichts mit. Haben wir hier irgendwo irgendeinen Hinweis? Ich sehe es gerade nicht. Heilige Scheiße. Ist hier noch ein Computer, den ich benutzen muss? Okay, Holoband abspielen. Und erledigt. Los, los, los. Oh, warte, warte, warte. Ah, Scheiße. Nochmal. Zeitstempelfehler. Es bereitet mir immer noch Sorgen, dass ich bei meiner Durchsuchung dieses Ortes eine Sicherheitsschlüsselkarte übersehen haben könnte. Ein feindseliger Eindringling könnte dadurch meine Kontrolle über diese Türen überbrücken. Ich muss für dieses Szenario Vorkehrungen treffen. Fehler 2. Ich habe sämtliche Kontrollelemente für die gesamte Subsystemsteuerung erfolgreich auf das Terminal im Aufseherbüro übertragen. Das Büro ist ausreichend abgeschottet und solange ich die Systeme des Vaults kontrolliere, müsste ich auch noch in Sicherheit sein. Wenn meine Wachen beschließen sollten, die Konditionen unserer Abmachung zu verändern. Verdammte Computer. Nachdem ich Dr. Melmings Notizen über die veralteten Reaktoren und Kyrokapseln gelesen habe, gehe ich stark davon aus, dass sie beim Bau dieses Vaults auch an der Computerinfrastruktur gespart haben. Okay, passt das? Okay, schließe das Terminal. Schließe den Terminal-Sicherungskasten kurz. Öffne den Reaktortrakt. Den Reaktortrakt. Okay, war das hier? Ja! Okay, stimmt. Okay, cool. Durchsuche den Reaktortrakt nach Hinweisen. Oh Junge, das wird eine super, super lange Sache. Deine Weigerung zu gehen ist eine unwillkommene Ablenkung. Ich bitte dich noch einmal, verlass diesen Ort und kehre nicht zurück. Hier erwartet dich nichts als Kummer, was auch immer du erreichen möchtest. Ich verspreche dir, du wirst es nicht schaffen. Jawohl. Geschafft. Geschafft, aber es sind noch mehr. Hör mal. Es sind noch sehr viel mehr. Das tut so schön weh. Badum. Okay. Die Hinweise. Oh, das ist mega, mega anstrengend. So komplett ohne HUD ist super schwierig. Super schwierig. Einen frohen Rückeroberungstag! Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nichts zu befürchten. Bereit gesichert. Okay. Erstmal die platt machen. Und die anderen. Chink-chonk. Jawohl.
Das ist die Sache, wo ist da noch einer? Where are you? Du verkriechst dich in den Schatten? Willst du als Feigling enden? Ja, warte. Okay, einer noch. One to go. Hinter der Treppe, du Nudel. Ganz im Ernst, das ist ja feige. Also rein hier. Versprochen. Sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Aber kein einziges Leid, bitte. Gut. Also hier jetzt nach. Oh Gott. Hinweisen. Das sind mehrere auch, ne? Das ist ja die Sache. Toaster. Oh Gott, das Ding ist riesig. Forschungsprotokoll Dr. Edgar Blackburn, Nummer 38. Das Einfangen menschlicher Testsubjekte ist weniger schwierig als gedacht. Die Bewohner Appalachias brauchen Medikamente und einzelne Reisende sind offen eingestellt, wenn man ein Doktor ist. Ich sage mir, dass diese Dinge notwendig sind und die Arbeit zu wichtig ist. Ohne lebende menschliche Subjekte kann ich sie nicht vollenden. Doch die Fehlschläge häufen sich. Und in stillen Stunden frage ich mich, was beim Verfolgen dieses Ziels aus mir geworden ist. Ich war mir bewusst, was dieses Unternehmen erfordern würde. Doch selbst mit diesem Vorwissen begriff ich seine Bedeutung nicht. Bin ich wie dieser Trottel Elias geworden und erschaffe Monster ohne einen humanen Zweck? Täusche ich mich hinsichtlich meiner Fähigkeiten? Diese Gedanken vergehen. Ich schiebe die Zweifel beiseite und konzentriere mich auf die Arbeit. Appalachia braucht sie. Die Welt braucht sie. Sollen sie mich doch verachten. Ich schaffe eine bessere Zukunft für sie, auch wenn ich sie vielleicht selbst nicht erleben werde. Protokoll Ende. Okay, das war ein Hinweis. Hier liegt noch ein Zettel rum. Warum sollte er seine Testsubjekte verstrahlen und mit Strom töten? Was hoffte er zu erfahren? Das ist doch krank. Das weiß ich nicht. Endlich ein Erfolg. Vom endgültigen Ziel bin ich zwar noch weit entfernt, aber Serum 87a hat bei der Auswirkung von Strahlung auf Zellstrukturen DNS-Replikation zu einer beachtlichen Verringerung um 257% geführt, sowie zu einer 153%igen Steigerung der elektrischen Impedanz. Obwohl das Subjekt innerhalb weniger Stunden gestorben ist, stellt es einen Durchbruch hinsichtlich systemischer Langlebigkeit dar. Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, muss ich Ergebnisse noch umfassender aufzeichnen. Okay. Öffne den Chirurgen-Trakt. Oh Gott. Oh ja, da müssen wir jetzt gucken. Hier habe ich irgendwo... Hier was? Nein, war das nicht. Chirurgen-Trakt. Oh Gott, oh, wo war das denn? Was ist so riesig, das Teil, ne? Wegweise wären geil, ne? Mainframe Chamber. Body Slab. Mainframe Chamber. Lass mal das Ding hier. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wo ich hier reingehen kann. Workroom Atrium. Kannst aber überall nicht durch. Gas Storage. Bist du das, Basher?
Ja, ich bin's. Wow, du lügst noch schlechter als ich. Ja, sorry. Warte mal, diese Stimme. Ich kenne dich. Ist das Tabby Lang? Tally Lang? Oh, mit dir habe ich doch in Fort Atlas gesprochen. Ja, aber hallo. Du kennst sie? Ja, ich kenne die. Oh, für uns sieht's schlecht aus. Echt? Die Türen sind zu und wir sind von den anderen abgeschnitten. Alle paar Minuten greifen Roboter an. Wir brauchen Hilfe. Wie soll ich denn helfen? Ich komme nicht mal durch die Tür. Das kriege ich hin. Aber versprich erst, dass du hilfst. Es soll dein Schaden nicht sein. Okay, von was für einer Art von Hilfe sprechen wir hier? Ich versuche schon die ganze Zeit, uns hier rauszubringen. Ich habe eine Vault-Schlüsselkarte gefunden. Mit der müssten wir alle Türen aufkriegen. Hilf uns, dann gehört sie dir. Gut, wir sind im Geschäft. So gefällt mir das. Warte kurz, die Tür ist gleich auf. Gut, dass Shin nicht hier ist. Er wäre damit nicht einverstanden. Ja, das muss ich nicht wissen. Nicht schießen, Jungs, die sind auf unserer Seite. Ach, Mist, da kommen sie wieder. Ja, die machen wir platt. Bist du bereit, für dein Land zu sterben, du kommunistischer Schweinebacke? Wow, da kommt man richtig in Stimmung. Scheiße! Geht ihr denn alle auf mich? Warum geht ihr denn auf mich? Okay. Warte. Ich gönn mir mal. Das bin ich nicht gewohnt. Ihr seid echt hartnäckig, ne? Mir geht alles kaputt gerade. Holy fucking moly. Was ist jetzt alles kaputt gebrochen? Okay, nachladen. Das kaputt. Oh, die sind alle ziemlich im Eimer. Okay. Also, wir müssen die alle platt machen, ne? Ja. Wow, da kommt man richtig in Stimmung. Boah, es sind super viele noch. Wo bist du? Vor mir kannst du dich nicht verstecken. Wow, da kommt man richtig in Stimmung. Alles cool. Einer müsste noch da sein, ne? Hat auch noch irgendwo einer. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Wow, da kommt man richtig in Stimmung. Gut. Alle platt? Platikowski? Sprich mit Terli. Alles klar. Hey Terli. Verdammt. Gut, dass du hier aufgekreuzt bist. Ja, danke. Ich hatte wohl recht. Schade, dass wir uns immer unter solchen Umständen begegnen. Wir könnten richtig Ärger kriegen. Unglaublich, dass die Bruderschaft uns rausgeholt hat. Aber gut. Hier. Die Schlüsselkarte. Super. Ist mit deinen Leuten alles in Ordnung? Ja, angeschlagen. Aber die Luft ist rein und wir sollten hier rauskommen. Ich sag das nicht oft, aber...
Danke. Kein Problem. Unglaublich, dass uns gerade ein Blutadler gedankt hat. Gut, gib mir eine Schlüsselkarte und alles ist in Ordnung. Bitteschön. Ich schätze, der Weg, den du genommen hast, ist sauber. Danke nochmal. Kein Problem. Vielleicht erschießen wir dich nächstes Mal nicht. Keine Versprechen. Alles gut. Du hast interessante Freunde. Okay, durchsuche die Kyrostation nach Hinweisen. Oh, Junge, ist auch wieder so sehr, 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 sehr viel. Okay, lass mal gucken. Vielleicht hier irgendwo was finden. Okay, was haben wir hier noch? Klebeband und Rang 41 schon. Mega. Grobes Schießpulver. So. Noch mehr Klebeband, das ist sehr gut. Okay, dann lass mal gucken, wo wir hier was finden. Okay, ich habe hier ein Holoband. Lass mal hören. Forschungsprotokoll Dr. Edgar Blackburn, Nummer 57. Ich beginne an meinem Verstand zu zweifeln. Trotz gewisser Fortschritte tragen meine Anstrengungen weiterhin keine Früchte. Der FEV scheint fast schon böswillig, als hätte er ein Bewusstsein und würde meinen Versuchen entgegenwirken, ihn für etwas Gutes umzufunktionieren. Ich kenne nun die Anzeichen der bevorstehenden Metastase und der Umwandlung zum Supermutantenzustand. Ich bin nicht ausgestattet, um mit diesen Fehlschlägen umzugehen und entsorge die unglückseligen Exemplare außerhalb des Worts. Obwohl ich bedauere, dass meine derzeitigen Methoden die Anzahl der Supermutanten in Appalachia kurzfristig erhöhen können, ist es unvermeidlich. Protokoll Ende. Okay, dann haben wir hier einen Hinweis. Ich muss eine effektive Lösung finden, wie ich mit den Überresten meiner erfolglosen Versuche umgehe. Diejenigen einfach freizulassen, die sich zu verwandeln beginnen, ist ein probates Mittel, aber die während des Vorgangs verstorbenen Subjekte bleiben ein Problem. Ihre Lagerung in einem stillgelegten Teil des Kyrogenik-Labors verhindert zwar die Verwesung und die damit einhergehenden Gerüche, doch selbst der materialistische Wissenschaftler kann sich den unheimlichen Gefühlen nicht entziehen, dass eine große Anzahl Leichen in direkter Nähe hervorruft. Oder was das hervorruft. Und hier drüben ist auch noch was. Sofern es was ist. In diesen Gefäßen waren Subjekte gelagert, die die gefangenen Wissenschaftler in Perversionen der Natur verwandeln sollten. Genau wie Westhake interessierte sie nur, ob sie diese Dinge tun konnten, nicht welchen Nutzen sie bringen würden. Sie haben Waffen produziert. So eine Vergeudung. Ich habe ihre Hinterlassenschaft zu etwas Besserem gemacht. Nicht vergessen, wenn die Hellcat Company neue Exemplare liefert, muss ich sie darum bitten, auch mehr Chemikalien mitzubringen. Der Vorrat geht zur Neige und ich verabscheue Untätigkeit. Ich würde mich ja selbst hinauswagen, aber meine derzeit laufenden Experimente lassen selbst eine kurze Anwesenheit nicht zu. Es sind klare Anweisungen erforderlich, um die Lücken bei Bildung und chemischem Verständnis auszugleichen. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal machen. Methansäure, Demelderdingens, da bla 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 blub und dann passt das. Okay, waren das die alle Hinweise? Öffne den Forschungstrakt. Oh Junge. Forschungstrakt. Den müssen wir jetzt öffnen. Okay, der war hier gleich um die Ecke. Ich habe die Keycard, von daher sollte ich damit problemlos reinkommen können. Der Geruch. Ist furchtbar, ne? Halt die Nase zu, dann passt das. Durchsuche den Forschungstrakt nach Hinweisen. Oh Junge, das ist so. Bitte hilf uns! Lass sie los!
ein Snallygaster. Wir sind hier drin. Alles tut weh. Mir ist schlecht. Lass mich hier nicht sterben. Okay. Du gehörst nicht zu den anderen, oder? Nein, kannst alles du uns gut hier rausholen? Weißt du, wie wir Zelle öffnen können? Nicht ganz. Die Schlösser werden wohl aus der Ferne gesteuert. Dieser Doktor-Typ macht immer irgendwas hinter der Treppe da, bevor er jemanden von uns für seine Tests holt. Okay, warte, ich hole euch da raus. Okay. Ich wollte losspazieren, aber jetzt bleibe ich wohl erstmal hier. Sorry. Und danke. Wirklich. Okay, irgendwas hinter der Treppe. Macht immer irgendwas hinter der Treppe. Utility Tunnel? Irgendwas hinter der Treppe, irgendwas hier, irgendwas da, tralala. Das Ding ist riesig. Da haben wir nix. Den können wir mitnehmen. Macht immer irgendwas hinter der Treppe. Wahrscheinlich irgendwas drücken, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Noch ein Bohrer, das ist gut. So, hier, das sieht doch so aus, als wären da Hinweise, ne? Ich bedauere diese Abscheulichkeiten. Die Dinge, die ich tun musste, sie waren notwendig. Das hat sie aber nicht angenehmer gemacht. Wenn du das siehst, hast du bestimmt vor, mich zu töten. Ich kann es dir nicht verübeln. Wir wollen ihn lebend. Vergiss das nicht. Ja, ja. Ganz gleich, was wir hier gesehen haben. Ja, okay. Lass mal hier gucken. Vielleicht kann ich damit ja das Serum versuchen. Dateien wurden zum Löschen markiert, bitte die Speicherbereinigung aktivieren, um Speicherkapazität freizuzeigen, aktivierte Daten an. Da-da-dam. Ja, das haben wir schon. Oh Gott. War da was? Hier die? Dann persönliche Aufzeichnung. Testkammern. Ein unglücklicher Vorfall. Und Vivisektion. Dann haben wir Holoband. Forschungsprotokoll. Dr. Edgar Blackburn, Nummer 5. Die Schöpfer des Forced Evolutionary Virus waren Fachidioten. Sie sahen Waffen. Okay, brauchen wir das? Regle die Testkammern. Okay. Irgendwas immer hinter der Treppe gemacht, hieß es. Nicht sterben. Irgendwas hier hinter der Treppe. Nur was und wo? Guck mal, da liegt was. Molly Cooper Biologie, Protokoll 82. Was ist das? Die Testobjektaufzeichnung ist leer. Keine Lebenszeichen, keine Messungen, keine Quelldaten. Nur eine ID, X001. Solche Zellstrukturen habe ich noch nie gesehen. Ich kann nicht mal die Organellen finden. Ich habe sie durch den DNS-Sequenzer laufen lassen. Zweimal. Aber nichts. Ich habe mit Nina gesprochen. Sie versucht, sich zufällig in die Zellstrukturen zu splicen. Einfach nur, um zu sehen, was passiert. Es ist bald hergeholt. Aber wir müssen eine Quote erfüllen. Scheiß Voltec. Okay. Dann haben wir das noch.
Das Nummer 13. Forschungsprotokoll. Forschungsprotokoll. Dr. Edgar Blackburn. Nummer 13. Was auch immer die vorherigen Vault-Bewohner getan haben, ich muss ihnen danken. Vor allem Chefingenieur Dr. Memling. Obwohl er ein achtbarer Wissenschaftler war, verfolgte er hinsichtlich der Wartung den klassischen eigenwilligen Ingenieursansatz. Seine Erweiterungen des Reaktors und der elektrischen Teilsysteme bieten mir viele Möglichkeiten, direkt auf den Hauptstrom zuzugreifen. Dies und gewisse Defekte der Reaktorabschirmung verschaffen mir wertvolle Ressourcen für meine Forschung. Okay. Das haben wir auch. Sprich mit Cassie Holloway. Das heißt, Cassie haben wir gefunden. Bitte, hilf uns. So, wer bist du? Danke, dass Bitte. Du uns befreit hast. Cassie hat auf uns aufgepasst. Ist es vorbei? Können wir nach Hause? Ja, wir können gleich losgehen. Okay, was ist denn hier noch? Ein Riesenteil. Gibt es da irgendwelche Hinweise? Da geht's hoch. Research Labor. So, jetzt lass mal gucken. Ich halte nicht mehr aus. War hier noch was? Wo war denn die Mutti? Oh, ich hasse dieses Labor. Oh Gott, das ist furchtbar. Cassie, wo war jetzt Cassie? Sprich mit Cassie Holloway. Liebe Cassie, wo bist du? Alles tut weh. Mir ist schlecht. War doch in der, die hinter der Glasscheibe, oder nicht? Oder wer, wie du wohnst? Ja, die hier. Lass mich hier nicht sterben. Ja. Okay. Gott sei Dank. Mann. Vielen Dank. Ich schätze mal, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Cassie. Habe ich das schon gesagt? Niemand ja, hast du. Bist du verletzt? Ich bin nicht verletzt. Der Doc hat mich zum Glück nicht aufgeschnitten. Aber mit Krankheiten hat mich dieser Irre infiziert. Er wollte Inkubations- und Immunreaktionszeiten testen. Er hat sich ständig dafür entschuldigt. Jetzt habe ich eine schlimme Schlacklunge. Aber ich halte durch. Andere sind in schlechterem Zustand. Okay. Halt durch. Hilfe wird da sein. Wir laufen nicht weg. Wenn du diesen verrückten Doktor triffst, ja, gib ihm von mir einen mit, okay? Mach ich. Auf jeden Fall. Können Gut. Wir jetzt nach Hause? Triff Dann mich in Foundation, wenn das hier vorbei ist. Muss ich jetzt nur noch die Hinweise finden? Hat. Hier ist noch was. Der Doktor. Das haben wir schon. Das haben wir. Ist verrückt. Erinnerung, Vorräte. Ein Albtraum. Liegt hier noch irgendwie irgendwo ein Zettel oder sowas rum? Oh Junge, okay. Hier ist noch ein Holoband. Forschungsprotokoll Dr. Edgar Blackburn, Nummer 112. Der Bedarf an menschlichen Versuchspersonen hat stark zugenommen, seit ich mich meinem Ziel nähere. Deshalb habe ich eine Söldnergruppe namens Hellcat Company angeheuert. Vertrauenswürdig, falls dieser Begriff hier zutrifft. Sie besitzen eine nützliche moralische Flexibilität. Sie stellen meine Arbeit oder den Bedarf an Testsubjekten nicht in Frage. Und ich lasse es dabei bewenden. Sie haben neue Subjekte bereits schneller besorgt, als ich es je könnte. Und ein Trupp ihrer Leute kümmert sich um den Schutz des Walls. Ich muss vorsichtig sein. Söldner sind nur loyal, wenn sie bezahlt werden. Meine Kontrolle über die Sicherheitssysteme hält sie vorerst in Schach. Protokoll Ende. Okay, und dann noch mal
gucken, wo hier noch was liegen könnte. Ich was will das ist bloß alles vergessen. Das ist echt wirklich richtig, was richtig anstrengend. Gut, der nächste Hinweis ist hier. Unglaublich, sie haben einen Snallygaster in einer der Testkammern zurückgelassen. Erstaunlicherweise lebt er noch, ist aber ziemlich reizbar. Was auch immer sie mit ihm gemacht haben, er hat seine Lust an Nahrungsaufnahme verloren. Vielleicht metabolisiert er ja Spurenelemente direkt aus der Luft oder betreibt eine eigenartige Form von Photosynthese. Nichtsdestotrotz bleibt die Kammer versperrt. Außerdem muss ich beim Auftauchen der anderen Exemplare in der Kyrolagerung vorsichtig sein. Ich kann nicht vorhersagen, welche Mutation sie aufweist. Okay, öffne das auf, Servo. Oh Gott, jetzt müssen wir zurück hier, ne? Zurück zum Aufseherbüro. Ich habe ja aber die Chipcard, ne? Von daher hoffe ich mal, dass ich da schnell wieder hinfinde. Ich bitte dich ein letztes Mal. Verlass diesen Vault und die Dinge, die du gesehen hast. Du kannst nicht ändern, was hier passiert ist. Lass mich an diesem kalten und einsamen Ort. Okay. Sprich mit Wallace. Die Karte funktioniert nicht? Nein. Blackburn hat anscheinend die Türcodes überschrieben. Sie dachten sich wohl, dass die Plünderer eine Schlüsselkarte finden, wenn sie die Kontrolle haben. Ja, was machen wir jetzt? Wenn er die Türcodes geändert hat, kommen wir nicht einfach so durch. Ich kenne Ritter, die versuchen würden, die Tür aufzusprengen, aber ich glaube, das können wir besser. Diese Türen sind hydraulisch verriegelt. Wenn wir die Leitungen zu dieser Tür finden, könnten wir den Druck verringern, der sie geschlossen hält. Such nach einem Versorgungsraum. Okay. Oh, Junge. Oh Gott, es ist nicht schon... Oh Gott, ja. Ein Versorgungsraum. Gilt es zu finden. Lass mal gucken. Der ist. Schubidu, Schubidai. Okay, wir haben hier so ein Utility Room. Vielleicht ist da irgendwas. Das müsste es sein. Schau dich um. Versuch die Leitungen zum Aufseherbüro zu finden. Keine Ahnung, das Ding? Das Ding? Oh, dieses Panel ist mit einer Reihe von Rohren verbunden. Scheinbar hat man hier die Kontrolle über die Hydraulikleitung des Vaults. Man sieht, welche Leitung mit der Aufsehtür verbunden ist, fragt sich nur, wie man sie außer Stand setzen kann. Ich würde sagen, das richtige Ventil finden und schließen. Gute Arbeit. Danke. Du könntest eine Zukunft als Gelehrter haben. Gehen wir zurück, die Tür sollte jetzt offen sein. Du lässt den Blick über die Steuerung von dir schweifen. Nur kurze Zeit später hast du herausgefunden, wie die Leitung zur Tür des Aufsehers deaktivieren kannst. Nachdem du ein paar Schalter umgelegt hast, fällt die Druckanzeige auf Null. Dann lass zurückgehen. Oh Gott, das war da hinten. Oder? Ja, genau. Oh, cool. Oh, Leute. Es dauert schon hier Ewigkeiten, ne? Knapp. Eine Dreiviertelstunde. Ist furchtbar. Aber hey, jetzt haben wir es. Anscheinend waren dir weder die Vault-Sicherheitsanlagen noch die Blutadler gewachsen. Beeindruckend. Ihr könnt die Waffen runternehmen. Es wäre offensichtlich zwecklos, mich zu wehren. Ich ergebe mich. Gut. Wir nehmen dich mit, Blackburn. Für das, was du getan hast, musst du büßen. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Nun denn. Sieh mich als festgenommen an. Ich bin bereit, mich jedem Urteil zu stellen, das die Bruderschaft mir zumisst. Trotzdem ist meine Arbeit hier abgeschlossen. Du kannst sie nicht mehr aufhalten. Ich glaube, wir sind hier fertig. Dann stehe ich zu deiner Verfügung. Du kannst gehen. Ich fordere ein Team an, das die Anlage sichert und die Gefangenen rausholt. Dann bringe ich Blackburn zum Fore. Die anderen werden sicherlich jede Menge Fragen an ihn haben. Gute Arbeit. Danke. Ich bin froh, dass du hier warst. Ja. Ich bin froh, dass es rum ist, ne? Oh, es hat super lange gedauert. Es hat super, super, super lange gedauert. Ich freue mich schon, das dann zusammenschneiden zu dürfen. Es wird ein Traum. Es wird echt ein Traum. Oh Gott. Ich habe genug gesagt. Ja. Eure Offiziere alles klar. Werden noch jede Menge Fragen gut, haben, dann ist die Quest beendet. Und die
letzte Quest heißt der Katalysator und die machen wir dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut. Sorry für das wilde Geschneide, ne, das jetzt hier noch gleich stattfinden wird oder stattgefunden hat für euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.